taking my time as the sun it shines. Me and everyone that has come to find. This world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht einmal am Mödlingbach, sondern direkt an der wunderschönen Schwechat. Die Schwechat entspringt im Wienerwald und mündet nach Schwechat, glaube ich kurz nach Schwechat, in der Donau. Und meine heutige Mission wäre die Bachstelze. Allerdings habe ich noch keine einzige gesehen. Ich habe die Stelle, wo ich mich gerade befinde, vor kurzem entdeckt und eigentlich nur zufällig, weil ich mich verfahren habe. Und da hinten über der Brücke, da läuft die Bundesstraße. Ich wollte eigentlich heute schon in der Früh her, also wirklich sehr zeitig. Es hat allerdings geregnet und dementsprechend ist auch da einiges nass. Allerdings dürfte es da weniger geregnet haben als bei mir zu Hause. Naja gut, ne? Haben wir zwar wenig geschlafen, aber wir sind ja wegen die Vogel da und es zieht da schon wiederum voll zu. Also das Licht ist eher so. Welcome in the Twilight Zone. Das Spannende ist, und ich muss sagen, vielleicht ist das meine heutige Mission. Dort vorne sitzt nämlich ein Haubendocher, der gerade verschwindet. Da muss ich aber ins Wasser gehen, um den zu filmen. Mein Problem ist allerdings, wie beim letzten Mal, meine Gummistiefel. Die sind zwar jetzt geklebt mit einem Fahrradbiegzeug. Ich muss da jetzt kurz wechseln. So. Das war ein heißer Tipp und das hat auch relativ gut gehalten. Aber wie ich vorhin vom Auto ausgestiegen bin, habe ich gesehen, das löst sich wieder ab. Weil das sind Kautschuk-Gummistiefel. Sagt man dann Kautschukstiefel? Nein, oder? Ja, und die habe ich mit einem Pflegemittel behandelt gehabt. Und ich vermute, dass da Silikone drinnen sind. Zumindest fühlt es sich so an. Jo, ich kenne das nur von so einem Silikonöl, das ich für alles Mögliche verwende. Spät aber doch kommt jetzt ein Video. Der Grund ist, ich habe die letzten 4 Wochen mein Büro renoviert. Damit, wenn wir dann in Livestream gehen, auch nette Kulisse haben. Wo ist jetzt dieser Haubendocher hin? Ich muss aufpassen, dass ich da nicht wirklich nochmal nasse Füße kriege. Ah, da sitzt der noch da. Ich glaube, ich werde mich ranpirschen. Ich hole mal die Kamera. Ja, die Starre, die balzen da wie verrückt und ich habe so ungefähr 5 bis 6 Vögel gleichzeitig gesehen. Leider sind die auch sehr weit weg, aber das, was ich gesehen habe, wie ich gekommen bin, leider war die Kamera noch im Rucksack, die haben sich gepaart. Also wir haben gute Chancen, dass wir dort vorne in dem Baum doch noch eine Brut miterleben können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da bleiben soll. Der Himmel ist jetzt komplett dicht. Also das Licht ist mehr als bescheiden.
Ich glaube, die bessere Entscheidung ist, auch wenn sich nichts am Licht ändert, dass ich noch da ein Stück nach oben gehe. Dort war ich nämlich noch nicht. Vielleicht gibt es da auch noch eine gute Stelle. Und ja, jetzt werde ich einmal frühstücken und dann werde ich losstapfen. Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück. Vor mir, 5. Ich habe es jetzt vorhin gehört. Wenn ich mich jetzt bewege, ist es weg, oder? Kamera. Das war eine Mönchskreismücke. Die steht nämlich ganz oben auf meiner Liste. Ich habe sie noch nie so nah gesehen. Aber ja, Kamera am Stativ. Bis ich da herumhantiert habe. Während des Filmens ist Fuki weg. Ich liebe deren Gesang und ich finde die total süß. Und das ist so der Vogel, der mich am meisten nervt, weil du hörst sie, aber du siehst sie nicht. Und jetzt sitzt es wenige Meter vor mir, aber wenn die Kamera am Stativ ist und ich eigentlich den Osmo in der Hand habe, jo, ne? Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist die Südautobahn, die von Wien weggeht in den Süden, und die ist natürlich sehr stark befahren und der Wind kommt genau aus der Richtung. So, ich muss da irgendwie zum Schluss des Feldes und dann hoffe ich, geht noch ein Weg rein zu Schwächert, aber der ist frisch abgebrochen. Das ist gefährlich da. Naja, da ist so eine richtige Aulandschaft, herrlich. Ja, ja, sing nur. Sing nur. Die nerven mich. Das ist schon schön, oder? Ich wollte euch eigentlich noch den Schneeberg zeigen, aber ich glaube, der ist jetzt auch hinter den Wolken verschwunden. Den sieht man von da sehr schön. Und da sind wieder ein paar Starre. Ja, die sitzen halt immer auf den toten Bäumen. Meistens halt, damit man ihn schön sieht. Sehr gut, brav. Weiter so. Was ich euch fragen wollte, und zwar zum Thema Stative. Ich habe ja ein Rollei C6i in Carbon und ich habe das letztens zerlegt. Ja, da gehen wir oben drüber, da ist ein Baum. Oh. Die hat es aber richtig zerfetzt. Spannend, oder? Da könnte ich mich jetzt hersetzen. Ah. Das, was mich halt ein bisschen nervt, ist, dass ich nicht bodennah fotografieren kann. Eben wegen dieser Mittelsäule. Jetzt habe ich gesehen, es gibt ein circa so großes Stück, ich weiß nicht, 12, 13 cm wird das sein. Das werde ich mir demnächst besorgen. Und um ganz runter zu kommen auf den Boden, muss ich den Stativkopf entfernen. Das ist ziemlich mühsam, weil ohne Werkzeug geht das nicht, weil unten eine Schraube ist. Und wenn du da Pech hast, verlierst du die Schraube. Ich meine, wenn du es zu sehr rausdrehst. Im Normalfall wird es schon drinnen bleiben. Aber jetzt wollte ich euch fragen, welches Stativ nutzt ihr? Was sozusagen mit meinem auch vergleichbar ist. Und kann man da die Mittelsäule umdrehen, damit ich bodennah komme, sprich die Kamera dann am Kopf steht, ohne dass man den Stativkopf rausnehmen muss. Es ist mein viertes Rollei-Stativ und normalerweise hat man da unten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfangen kann,
war immer ein Haken, den hast du rausgedreht, dann hast du das Ding rausgezogen, hast das umgedreht, fertig, ohne dass du den Stativkopf demontieren musst. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht schlau gelöst, dass ich da mit dem Stativkopf herumhantieren muss. Vor allem, wie gesagt, ich hätte da wirklich Panik, dass ich, also Panik jetzt ist übertrieben, aber die Befürchtung, dass man die Schraube irgendwann einmal verliert. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, weil dann würde ich mir gerne diese Stative auch dann anschauen. Also grundsätzlich bin ich mit dem ja zufrieden, bis auf die Drehverschlüsse, aber es ist suboptimal für meine Zwecke. Natürlich, für Wildtierfotografie gibt es natürlich ganz, ganz tolle Stativköpfe. Die kosten auch ganz, ganz viel toll Geld. Und ja, irgendwann mal, wenn das Christkind kommt oder so. Ah, ist das hübsch da. Das ist wirklich schön. Erinnert mich ein bisschen an die Donau an. Für heute haben es 24 Grad angesagt. Und in der Früh, ui, das ist eine riesige Weinbergschnecke. Alter, das ist Goliath. Schauen, ob das nur das Häuschen ist. Ne, die ist, die lebt. Die lebt, die gute Ute. Komm her da. Die werden wir aber da wegsetzen. Wenn etwas da wieder draufsteigt. Schaut euch das Gerät an. Hallo? Ich liebe Schnecken. Wo sind die Äugelein? Hallo? Da ist noch ein riesengroß. Alter Schwede. So, das sind Brennnesseln. Ja, sind gesund. So, einmal. Und die nehmen wir auch noch mit. Hi, Schnucki. Ja, ich weiß, das ist jetzt doof. Schnecken immer von unten vorne anfassen. Langsam hochheben. So. Ihr könnt sie ja jetzt nicht festkleben. Nein, nein, nein. Nicht. So. Okay. Mission erfolgreich. Da geht's zu. Aber da kommt man nicht rein. Du kommst da nicht rein. Riecht's auch nach Knoblauch. Jede Menge Bärlauch da drin, aber der blüht schon. Es ist einfach zu warm. Das wollte ich sagen. 24 Grad haben sie angesagt. Die hat's aber nicht. In der Früh war es auch extrem frisch. Aber gut, wahrscheinlich durch den Regen auch. Ich bin trotzdem zu warm angezogen. Da ist scheinbar ein Wildwechsel. Aber bitte die Höhle da im Baum. Hört sie die Starre. Da sind urviele. Nach 4 Wochen renovieren tut das richtig gut rauszugehen. Denn wenn ich am Roboti bin, dann bleibt alles andere immer auf der Strecke. Ja, da komme ich hin. Da geht ein Weg rein. Ich bin überfordert. Das ist der Nachteil einer neuen Location. Man entdeckt so viel. Naja, da komme ich mit den Gummeln nicht mehr rein. Da kann ich schon drin schwimmen, schwimmen. Das erinnert mich ein bisschen ans Naturschutzgebiet Wienersdorf. Da werden wir dann demnächst auch hinfahren. Und dort war ich ja schon und habe dort einen Eisvogel gesehen. Da zwitschert es überall. Übrigens, als ich letztens im Schlosspark Laxenburg war, wo ich eben nur kurz dort war zum Fotografieren, war das Licht super, super mies, aber ich habe ein Jahrhundertfoto gemacht. Allerdings die Qualität ist super, super schlecht.
weil sehr hoher ISO-Wert, kein Licht. Es war eigentlich die Sonne gerade am Untergehen. Und ich habe tatsächlich zwei Schwarzspechte erwischt während des Balzens. Und ich habe mich total gefreut, auch wenn es jetzt qualitativ, naja, nichts ist, was du gerne an die Wand hängen würdest. Aber es war total schön zu beobachten. Ui. Vorbei. Sitzt da jetzt schon ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde und die Stare sind in dem Baum da hinten. Das ist noch weiter als wie unten am Ufer. Und ein Eichelheer war gerade da, aber den habe ich leider auch nicht erwischt. Ich wollte ja eigentlich so eine Serie machen, so eine, wie ich schon gesagt habe, eine 5-Tages-Challenge und habe mir einige Locations rausgesucht. Und fürs nächste Video schauen wir mal, wie das Wetter wird nächste Woche. Fahren wir entweder wieder ans Wasser oder in einen Steinbruch. Meine Lieben, ein paar Bilderchen gibt es wie immer am Schluss und ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut und ich sage pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Ist das ein Pirol? Nein, der nicht. Aber gelb müsste man ja eigentlich sehen. Eigentlich. Ah.